Am 9. November feiern wir welches Jubiläum? Mauerfall. Jawohl, auch das kam knallhart und zügig. Warum? Weil es verankert ist in den Köpfen. Ja, da, wo früher die Mauer war in den Köpfen, ist jetzt der Mauerfall verankert. Und die große Begeisterung, ich glaube, hat sich auch hier deutlich gemacht über dieses Jubiläum. 20 Jahre Mauerfall. Wer war der wichtigste Mann, als die Mauer aufgemacht wurde? Herrschaften, das haben wir durchgenommen. Das frage ich morgen unangesagt ab. Da heißt es morgen um 9 Uhr Hefte raus. Es war unser Raschelgüni, Günter Schabowski, ja, der doch sagte, das Ganze gilt nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich. Und er wurde aufgeschlossen. Ja? Wie lebt eigentlich heute dieser zentrale Mann der deutschen Geschichte? Unser Starreporter Jan Böhmermann hat ihn in Berlin getroffen und zeigt ein interessantes Porträt dem Mann, dem wir im Wesentlichen sind, die Maueröffnung zu verdanken haben. Günter Schabowski. Ohne seine historische Pressekonferenz hätte es Mauerfall und Einheit wohl nie gegeben. Stellen, die ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Günter Schabowski 20 Jahre danach. Der mittlerweile 98-Jährige lebt in einem schmucklosen Jogginganzug bei Potsdam. Ich besuche den Nelson Mandela des Politbüros daheim und merke sofort, hier treffe ich keinen dieser dahergelaufenen Ostrentner, die einem für 110 harte Westeuros jeden Scheiß in die Kamera quatschen. Seit seinem legendären Verleser am Abend des 9. November 1989 ist Lesen Schabowskis liebstes Hobby. Die Mauer fällt. 16 Millionen Ostdeutsche fluten den besseren Teil Deutschlands. Die Wende kommt. Südfrüchte, Freiheit und schöne Frauen, dank Schabowskis Worten. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Ja, ich habe selber nicht gewusst, was in mir vorgegangen ist. Unverzüglich. Ich muss sagen, Sie haben sich äußerlich verändert. Sie sehen anders aus als auf den Fotos, die man von Ihnen kennt. Sie haben einen Bart sich wachsen lassen. Tja. Ich spaziere mit dem mittlerweile vollbärtigen Elder Statesman durch das damalige Gebiet der zukünftigen Ex-DDR. Selbstkritik. Die DDR war, wenn man wirklich ehrlich meint, von meiner ehrlichen Warte aus, ein Verbrecherstaat. Das sagen Sie heute so, als jemand, der dafür auch verantwortlich war? Ja, diese Worte hätte ich damals mir ja nicht getraut zu sagen. Der 9. November 89. Schön wie nie scheint die Sonne über Deutschland, einig Vaterland. Was war das für Sie für ein Gefühl? Tja, ich musste mich ja selber dran gewöhnen, weil durch meine Worte ist das ja passiert auf deutscher Seite. Selten spricht der Helmut Schmidt des Ostens über seine Rolle als Vater der Einheit. Für mich macht er eine Ausnahme aus zwei Gründen. Er möchte den heute 20-Jährigen erzählen, wie es damals wirklich war. Und den mache ich jetzt natürlich auch für ein bisschen Geld. Wie viel war? Ja, ich bin eigentlich damit zufrieden, was ich von Ihnen bekomme. 110? 110 Euro bin ich mit einverstanden. Schönen Dank. Nein, Günter Schabowski, Deutschland bedankt sich bei Ihnen. Ja, muss man auch mal sagen. Günter Schabowski.